Hallo, mein Name ist Sebastian Brabels. Ich bin bei der MOD IT Teamleiter vom Team Professional Security Solutions. Ich habe hier heute einen kleinen Testaufbau zum Thema RFID-Schließsystem mitgebracht und würde einfach mal demonstrieren, wie einfach es ist, solche RFID-Zutrittskarten zu kopieren. Dazu sieht man hier schon schön, habe ich einen kleinen Testaufbau mitgebracht mit zwei Lesegeräten von einem unterschiedlichen Standard, die in einer unterschiedlichen Frequenz funken. Wir haben hier einmal ein Lesegerät mit integrierter Controllereinheit vom EM-Standard und hier oben einen sehr verbreiteten Standard MIFARE Classic, wo der Leser und die Controllereinheit getrennt sind, sodass man zum Beispiel den Leser auch außen an der Auswand anbringen kann, während der Controller im Haus sitzt. Hier haben wir eine kleine Demo-Tür angebracht mit einer elektrischen Falle und man sieht, dass beide Controller von den Türschlössern mit dieser Falle verbunden sind. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Wenn man so einen Zutrittschip, der zutrittsberechtigt ist, nimmt und vor den Leser hält, dann hat man kein Signal, die Falle wird frei und man kann die Tür aufziehen. Dem entgegen, wenn ich das einfach so probiere, geht es nicht auf. Oder wenn man einen Chip hat, der nicht zutrittsberechtigt ist, kommt quasi ein negatives Geräusch und das Ganze geht auch nicht auf an der Stelle. Das gleiche haben wir oben mit dem anderen Gerät auch vom MIFARE Classic Standard. Wenn der Chip quasi einprogrammiert ist, hält man den vor. Die LED ist grün und die Tür lässt sich öffnen. Dieser Aufbau wird sehr häufig im Firmenumfeld verwendet, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter mit ihren Ausweisen tagsüber alle Türen öffnen können, aber unbefugte Personen quasi nicht in Bereiche kommen, in denen sie nicht sein sollen. Wie funktioniert das Ganze? Wofür steht RFID? RFID steht für Radio Frequency Identification. Dazu habe ich hier einfach mal eine Karte mitgebracht, die ich hier vor eine kleine Lampe halten werde. Und hier kann man dann ganz schön erkennen, dass quasi in so einer Karte, in so einem Mitarbeiterausweis, eine Antenne außenrum verbaut ist und ein kleiner Chip an der Stelle. Wenn man diese Karte jetzt vor einen entsprechenden RFID-Leser hält, ich mache es mit der Karte hier auch nochmal, die ist nicht anprogrammiert, dann entzieht quasi oder dann generiert die ganze Zeit der Laser ein elektromagnetisches Feld. Die Karte entzieht dann über die Antenne per Induktion Energie aus diesem elektromagnetischen Feld und nutzt diese Energie zum einen, um den eben zu sehenden Chip mit Energie zu versorgen und zum anderen kann dieser Chip quasi nach Belieben mehr oder weniger Energie aus diesem elektromagnetischen Feld entnehmen, was wiederum der Leser als ein digitales Signal interpretieren kann und so findet quasi eine Kommunikation zwischen der Karte und dem Leser statt. Genau, ich wollte, wie angekündigt, einfach mal zeigen, wie es einfach ist, so einen Chip zu kopieren. Und nehme hier da hierzu schon mal quasi den zutrittsberechtigten Chip von der Tür herunter. Den lege ich hier erstmal zur Seite und zeige Ihnen jetzt erstmal ein kleines Gerät, was ich hier dabei habe. Das ist ein sogenannter Proxmark 3. Das Ganze ist ein Gerät, was in den USA als Abschlussprüfung oder als Abschlussprojekt von einem Studenten angefertigt wurde, um genau sowas zu ermöglichen, nämlich Forschung und Entwicklung rund um RFID-Systeme an der Stelle. Man sieht hier auch ganz schön, es hat zwei Antennen. Ich habe eben schon mal kurz angedeutet, die beiden Laser agieren in unterschiedlichen Frequenzbereichen. Nämlich dieser Laser ist ein sogenannter Low-Frequency-Laser im 125 kHz-Bereich und dieser hier ein High-Frequency-Laser im Bereich von 13,56 MHz. Und dafür braucht man halt auch einfach andere Antennen und auch in diesen Karten sind andere Antennenformen verbaut. Dieses Gerät, der Original Proxmark 3, das sind Baupläne, die frei verfügbar sind. Das kann sich jeder selber bauen. Man kann sowas auch fertig bestellen in den USA. Da findet man sowas im Internet für 400 Euro. Das hier ist jetzt ein Nachbau aus China von AliExpress, quasi das Amazon aus Asien. Und hier hat das Gerät 180 Euro gekostet mit nochmal ein paar Euro Versand, ein bisschen Wartezeit, bis das Ganze in Deutschland ankommt. Gut, ich schließe dieses Gerät jetzt einfach hier an diesem Notebook an. Und wie man in dem Bildschirminhalt erkennen kann, wird das Gerät erkannt. Ich schleife das hier in die virtuelle Maschine durch und kann jetzt quasi mit der Software, die frei verfügbar ist, die mit dem Gerät mitgeliefert wird, beziehungsweise die es frei im Internet gibt, mit dem Gerät zu kommunizieren. Dazu gebe ich den entsprechenden Befehl ein und verweise auf das entsprechende Gerät, unter dem sich der Proxmark an dem Linux angemeldet hat. Jetzt ist die Software gestartet und ich gebe einfach mal den Befehl HWTune, steht für Hardware Tune ein. Und jetzt macht das Gerät Folgendes, eben schon erwähnt, senden die Lesegeräte immer ein konstantes elektromagnetisches Feld aus
Und das macht das Gerät jetzt auch kurz und misst einfach die Feldstärke durch. Und man sieht hier, dass auf der Low-Frequency-Antenne 46,06 Volt anliegen und an der High-Frequency-Antenne ein Magnetfeld in der Stärke von 30,59 Volt vorhanden ist. Wenn ich jetzt hergehe und den zutrittsberechtigten Chip auf die Low-Frequency-Antenne lege und den Befehl nochmal eingebe, dann sieht man gleich, nach einem kurzen Moment, dass sehr wahrscheinlich die Low-Frequency-Antenne Spannungsabfall hat. Genau, hier sieht man das jetzt, 36,3 anstatt 46 Volt. Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass dieser RFID-Chip hier jetzt Energie aus dem elektromagnetischen Feld abzieht, um quasi den Chip, der drin verbaut ist, mit Strom zu versorgen. Mache ich das Gleiche nochmal, wenn ich den Chip hier auf die High-Frequency-Antenne gelegt habe, dann wird man sehen, dass hier bei der High-Frequency-Antenne nahezu kein Spannungsabfall stattfinden wird. Es kann immer sein, dass ein kleiner Spannungsabfall stattfindet, 0, irgendwas oder 1 Volt, hier sieht man es jetzt, unter 0,5 Volt, weil eben dieser Chip in diesem Frequenzbereich nicht funktioniert und keine Energie aus dem Feld entnimmt. Damit kann man quasi schon mit einfachen Wortmitteln identifizieren, ist das jetzt ein Low-Frequency- oder ein High-Frequency-Chip, der da verbaut ist. Wenn man sich jetzt ein bisschen mit dem Chip befasst hat und weiß, was der Standard ist, der verwendet wird, in dem Fall der EM-Standard, lege ich den Chip nochmal auf die passende Low-Frequency-Antenne und kann hier den passenden Befehl für diesen Chip-Standard verwenden, nämlich LF für Low-Frequency, EM4X repräsentierend für die Familie des Standards und hier gibt es jetzt unter anderem den Befehl EM410X-Watch. Bevor ich ihn jetzt absende, nehme ich den Chip nochmal kurz runter, bestätige den Befehl und jetzt sieht man hier auf dem Bildschirm, dass der Laser in einem Dauerloop läuft und quasi nach Chips sucht, die in seinem elektromagnetischen Feld vorhanden sind. Lege ich den Chip jetzt drauf, sieht man, dass quasi unmittelbar hier Werte ausgegeben werden. Hier sieht man viele Werte, die sich rund um das Funkspektrum drehen, was identifiziert werden konnte. Das Einzige, was hier wirklich von Interesse ist im Moment, ist quasi diese EM-Tag-ID. Der ein oder andere kann sich vielleicht jetzt schon denken, dass hier nichts anderes stattfindet, als dass, wenn dieser Chip ein elektromagnetisches Feld bekommt, daraus Energie ziehen kann, nichts anderes macht, als seine Tag-ID in die Welt zu rufen. Und diese Tag-ID wird wiederum von der Türlesereinheit als Indiz dafür genommen, ob jemand rein darf oder nicht. Was kann ich also machen, wenn ich diese Tag-ID ausgelesen habe? Ich kann diesen Proxmark 3 auch den Befehl geben, EM410X SIM für simulieren oder SIM für simulate. Dann nehme ich noch hier oben die ID, kopiere sie dahinter und jetzt sieht man am Bildschirm, dass er sagt starting to simulate. Jetzt kann ich dieses Gerät nehmen und quasi hier vor diese Leseeinheit halten und man hört schon, die Tür geht frei, ich kann sie aufmachen. Das Ganze nochmal abgebrochen, einfach um eine Gegendemonstration zu machen. Ich drücke nochmal auf den Knopf. Am Bildschirm steht Stopping. Und wenn ich sie jetzt vorhalte, nachdem die Simulation gestoppt ist, passiert hier auch nichts mehr. Das heißt, das Gerät ist nicht dauerhaft irgendwie eingespeichert oder so, sondern es startet wirklich, wenn man den Befehl absetzt, in diesem Moment die Simulation des gelesenen Tags. Jetzt denkt man, kann sich natürlich der ein oder andere denken, es ist sehr auffällig, wenn jemand mit einem Notebook und einem kleinen Gerät und zwei Antennen vor der Tür rumläuft. Das ist auch so. Deswegen habe ich einfach noch mal ein anderes Gerät mitgebracht. Auch dieses Gerät ist von AliExpress, kostet nur 20 Euro, 2 Euro Versand. 4-5 Wochen später hat man das Gerät und man sieht hier schon, es gibt einen Ausschalter, einen Knopf mit Lesen, einen Knopf mit Schreiben und hier liegt dann auch eine passende Karte dabei, die man beschreiben kann. Die halte ich jetzt erstmal davor und man merkt, es gibt das Signal, dass der Chip nicht eingespeichert ist, die Tür lässt sich nicht öffnen. Jetzt schalte ich das Gerät ein, in den einprogrammierten Chip, drücke auf Lesen, kein Piepgeräusch, die Kopierkarte davor oder die beschreibbare Karte davor, Schreiben und noch ein Geräusch und jetzt wird die Karte erkannt und die Tür lässt sich öffnen. Das heißt, an der Stelle ist das Kopieren von einer Karte aus dem Standard wirklich innerhalb von Sekunden machbar. Es existieren sogar im Internet Bauanleitungen, wie man quasi mit ausrangierten Türleseinheiten und ein bisschen Lötkolben und Lötzeln sich eine Leseeinheit bauen kann, die man in der Tasche bei sich tragen kann, die so einen Chip quasi auch bis zu 1 Meter Entfernung auslesen kann. Sprich, wenn man sich vorstellt, der Angriffsweg wäre dann an der Stelle, man guckt einfach, in welchem Café die Mitarbeiter mittags ihr
den Kaffee holen oder zum Mittagessen gehen und läuft einfach an ein paar Mitarbeitern in entsprechenden Abstand vorbei und hat so ruckzuck 5 oder 10 Zutrittskarten und guckt einfach, wie weit man mit denen in der Firma kommt. Das soll es einfach erstmal zu dem Technikstandard und dem Kopieren dieses Chips gewesen sein. Ich hatte hier schon angedeutet, ein anderer Standard, der auch sehr weit verbreitet ist, der MIFARE Classic Standard, der ist verschlüsselt. Allerdings ist die Verschlüsselung vom Cars Computer Club in 2008 geknackt worden und auch dieser Chip lässt, wenn man an ihn rankommt, es zu, durch diese Sicherheitslücke in der Verschlüsselung, dass man den innerhalb von 5 Minuten knacken kann. Also auch hier wäre es möglich, einen Chip zu entwenden. Nicht ganz so einfach wie beim unteren, aber wenn man erstmal drankommt, kann man auch da eine 1:1 Kopie in kürzester Zeit erstellen, den Originalchip zurücklegen und kommt halt auch in die Gebäude rein. Das soll es zur Technik und zur technischen Demonstration gewesen sein. Ein kleines Fazit am Ende. Was wollen wir damit jetzt mitgeben? Diese Demonstration soll kein Argument für oder gegen RFID-Türschließsysteme sein, sondern in erster Linie einfach die Awareness schaffen, ihnen mitzuteilen, dass hier überhaupt unterschiedliche Standards im Einsatz sind und dass die gewisse Security-Implikationen haben und nicht alle gleich sicher sind. Auch klassische Schließsysteme, normaler Schließzylinder lässt sich überlisten. Jemand, der ein bisschen sich mit Lockpicking befasst, kann auch ruckzuck eine Tür öffnen. Allerdings ist das mittlerweile einem bekannt und man weiß genau, wenn man ein hohes Level an Sicherheit braucht, muss man ein entsprechend teures, gutes Türschloss einsetzen. Nichts anderes bei RFID auch und zusätzlich lockt eigentlich auch jeder, der ein RFID-Schließsystem hat, die Zutritte und wiegt sich so vielleicht in einem falschen Sicherheit oder dass er halt denkt, dass er weiß, wer zu welchem Zeitpunkt die Gebäude betreten hat. Wenn es aber nun möglich ist, einen Chip so einfach zu kopieren, ist das halt nicht mehr unbedingt gegeben. Insofern einfach muss man sich einfach mit befassen, welchen Sicherheitsanspruch man für ein Gebäude hat und entsprechend die richtige Technik auswählen und die richtigen Leseeinheiten wählen. Das war es an der Stelle soweit zu dem Thema. Sollten zu dem Thema noch Fragen aufkommen, können Sie sich gerne bei uns melden. Wir haben auf der Homepage die Kontaktdetails und schönen Tag noch.